Alarm. Ein Ruf, der wie ein Schalthebel einen komplizierten Mechanismus in Bewegung setzt. Wo vor Sekunden noch Ruhe und Stille, werden Befehle gegeben und Waffen empfangen. Wenig später setzen sich die Fahrzeuge in Marsch. Alles läuft ab wie in einem präzisen Uhrwerk. Mit diesem Alarm wird in den frühen Sonntagmorgenstunden des 13. August die Lösung eines ehrenvollen Kampfauftrages unserer Arbeiter- und Bauernmacht eingeleitet. Der Befehl lautet: unverzügliches Beziehen der befohlenen Räume und Sicherungsabschnitte. Der Marsch in die festgelegten Räume verläuft planmäßig. Er führt die Soldaten in unserer Hauptstadt, um ihre Grenzen zu sichern. Er führt sie an neuen, modernen Wohnblöcken vorbei, in denen ihre Klassenbrüder wohnen. Er führt sie dorthin, wo den Militaristen der Weg versperrt wird. Jeder Kampfwagen, der hier über die Straßen rollt, ist ein Stück unserer Macht. Aufgefahren zum Schutze der Kinder vor entmenschten Kindesräubern, zum Schutze der Familien vor Spitzeln, Erpressern und Kopfjägern und zum Schutze unserer Bürger vor den kalten Kriegern. Jeder, der in diesen Panzern sitzt, weiß genau, worauf es ankommt. Er weiß, dass er eine große Verantwortung trägt und sich als Kämpfer für die Sache des Sozialismus zu bewähren hat. Diese Verantwortung gibt ihm Kraft und Zuversicht. Auf der anderen Seite löste unser Marsch ein großes Tohuwabohu aus. Während sich die Frontstadtpolitiker am Vorabend noch in dem Glauben wiegten, uns weiterhin schmähen, angreifen, bespitzeln und erpressen zu können, erreichte sie am Sonntagmorgen jene Hiobsbotschaft. Unser Schlag hat also gesessen. Der Staat der Arbeiter und Bauern hat ihnen seine Stärke und Entschlossenheit gezeigt. Mit diesen Soldaten und mit diesen Panzern, die sich hier zur Sicherung bereitstellen. Für gute Verbindungen sorgen die Nachrichtensoldaten. Wenn sich die Gelegenheit bietet, werden in einer Zeitungsschau alle aktuellen Ereignisse besprochen. So sind unsere Soldaten immer informiert. Mit großem und herzlichem Beifall empfingen die Genossen dieser Einheit den Vorsitzenden des Staatsrates, Genossen Walter Ulbricht. Im Verlaufe des Gespräches erklärte er ihnen, dass die Sicherung des Friedens das Wichtigste sei. Anerkennende Worte fand auch Professor Gerhard Eisler. Auf einem Treffen des Verbandes Am rief er unter dem Beifall der versammelten Genossen aus: hätte die deutsche Arbeiterklasse im Jahre 1933 diese Waffen besessen, wäre es niemals zu der Hitler-Tyrannei und dem großen Völkermorden gekommen. An die Adresse der Bonner Ultras gewandt, sagte er: wenn der größenwahnsinnige Strauß glaubt, mit uns anbandeln zu können, so irrt er sich. Der Friede ist uns heilig, wir werden ihn hüten wie unseren Augapfel. In einem anderen Stützpunkt treffen sich der Minister, Genosse Armeegeneral Hoffmann, und seine Stellvertreter mit unseren Soldaten. Der hohe Besuch hat sich schnell herumgesprochen. Noch reicht die Nasenspitze nicht heran. Aber was sich hinter der Lupe verbirgt, muss doch festzustellen sein. Ob mich der mal hochheben wird? Das ist nun ein Schützenpanzerwagen. Sieh mal an. Da werden die anderen aber staunen, wenn ich das erzähle. Na, wie hat das Zeugnis ausgesehen? Eins und zwei und dreien. Auch eine vier dabei? Er muss es zugeben, aber das wird sich ändern. Man lacht und scherzt. Ein Händedruck und der Minister verabschiedet sich von den Jungen, die noch lange an diesen Augenblick zurückdenken werden. Unsere Menschen danken ihren Soldaten mit herzlichen Worten. Hier der Eulenspiegel einmal anders. Die kleinen Stoffpuppen werden ihren Ehrenplatz finden. Auch diese Bücher wechseln den Besitzer. Ein Geschenk des Verlages der Nation. Und immer wieder Blumen. Alle diese Beweise der Verbundenheit zwischen Bevölkerung und Armee festigen die Gewissheit, dass unser Kampf gerecht ist und zum Siege führt. Das betonte noch einmal nachdrücklich der Genosse Walter Ulbricht in seiner Fernsehansprache. Während ein Teil der Genossen unsere Staatsgrenze sichert, tun die anderen alles Erforderliche, um ihre Gefechtsbereitschaft zu erhöhen. In der Lagebesprechung werden Fragen behandelt, die mit der Ausbildung zusammenhängen. Der Erfolg jeder zu lösenden Aufgabe hängt von der Einsatzfähigkeit der Technik ab. Das Spannen der Panzerkette erfordert viel Kraft. Auch im Stützpunkt gilt der Grundsatz: das saubere Rohr garantiert den Treffer. Wenn alle Genossen mit anfassen, ist es im Nu gereinigt.
Die Bonner Ultras sollen wissen, unser Pulver ist trocken, Rohre und Läufe sind blank. Nach wie vor macht die Übung den Meister. Auf Kommando werden die Holme gezurrt und die Panzerabwehrkanone in Stellung gebracht. So wird jede Minute genutzt, um sich in der meisterhaften Beherrschung der Waffen und Geräte ständig zu vervollkommnen. Auch hier weiß man, wer rastet, der rostet. Nach dem anstrengenden Dienst schmeckt es besonders gut. In der wachfreien Zeit wird das Schachbrett ausgepackt. Wie man sieht, genügen eine Bank, ein Brett, dazu Figuren und zwei Spieler und schon kann es beginnen. An interessierten Zuschauern mangelt es ebenfalls nicht. Jetzt spricht die Schere ihr schneidendes Wort, die hier den haarigen Wald lichtet. Sie sind nicht nur eine gut eingespielte Panzerbesatzung, auch auf den Instrumenten sind sie eingespielt. Ihr Repertoire kann sich hören lassen. So wird für Abwechslung gesorgt. Neben dem Auftritt bekannter Berliner Künstler zeigen auch die Talente aus den eigenen Reihen, was sie können. Der Politstellvertreter Oberleutnant Rümler gibt unmissverständlich zu verstehen, wohin das lichtscheue Gesindel gehört. Bis hierher und nicht weiter. Das ist kein Stoppschild schlechthin. Es steht vor dem Brandenburger Tor, ein Symbol der Arbeiter- und Bauernmacht. Wer für diese unsere Macht seine Aufgaben vorbildlich erfüllt, wird geehrt. Horst Schumann, Mitglied des Staatsrates und erster Sekretär des Zentralrates der Freien Deutschen Jugend, zeichnet mehrere Soldaten für hervorragende Leistungen während des Einsatzes mit der Arthur-Becker-Medaille aus und übergibt dem Sicherungsverband AM ein Ehrenbanner der bulgarischen kommunistischen Jugendorganisation, bestimmt für die beste Einheit der in diesen historischen Tagen in Berlin eingesetzten Truppenteile.